Das ist zwar keine hochkarätige Mannschaft, aber die ist solide und deswegen spielt sie weiter in Liga 6. Meiner Meinung nach haben die sogar Potenzial für höhere Gefilde. Gibt Einwurf. Da steht er gut und deswegen hat er null Probleme. Ja, aber das war auch nicht wirklich eine schwierige Aufgabe. Trainer ist sauer. Da fehlt jegliche Konzentration bei diesem Zuspiel. Groß. Zweikampf um den Ballbesitz. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Geht er rein? Der geht neben das Tor. Reus. Ekici. Oh ja, starkes Zweikampfverhalten in dieser Situation. Da könnte was draus werden. Es muss Einwurf geben. Das ist es. Gut geklärt hier und damit ist die Gefahr erstmal gebannt. Und Einwurf. Meier. Rückpass zum Torhüter. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Ekici. Tor. Ja, mit diesem Tor widersprechen sie dem von den Experten erwarteten Spielverlauf. Sie spielen groß auf und erarbeiten sich sogar ein Übergewicht an Tormöglichkeiten. Wer hätte das gedacht? Aber es ist nicht die Papierform, es ist die Tagesform, die entscheidet. Ja, das ist ein ganz, ganz klarer Torwartfehler, hier deutlich zu erkennen. Den kann er nicht festhalten, muss er aber. Und dann ist das natürlich eine Pflichtaufgabe. Meier, sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Pass raus auf den Flügel. Reus! Mit etwas Glück hat er den Ball gesehen, aber drankommen konnte er nicht. Nee, niemals. Also da bräuchte er Sprungfedern in den Fußballschuhen. Da geht nichts. Eine leichte Beute, so macht die Balleroberung Spaß. Ja, wo sollte er sonst noch hin mit dem Ball? Da stand er unter Druck. Ball jetzt im Aus. Abgefälschter Ball und im Aus. Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Ja, es gibt Einwurf.
Und der Ball ist drin. Da schauen wir noch mal genau hin und schnalzen mit der Zunge. Super Kopfballtor. Wir sehen hier noch mal ganz deutlich, Manni, für den Keeper ist da gar nichts zu machen. Das ist mal wieder ein Kopfball aus dem Lehrbuch. Timing stimmt, Wucht stimmt. Da ist es. Peter attackiert. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Meier, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Gefährliche Flanke. Erster Körper und dann der Ball ins Aus. Ball im Aus, gibt einen Wurf. Den Ball sofort verarbeitet. Der Abwehrspieler blockiert den Ball. Balleroberung im Mittelfeld. Und der Steilpass, er kommt nicht an. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Groß. Ekichi. Solche Zweikämpfe will der Trainer sehen. Da freut er sich. Ekichi. Ohne Kampf kein Ball. Gut gemacht. Das war die erste Hälfte und die hatte einiges an Überraschungen zu bieten. Der Unparteiische vergewissert sich, dass alles in Ordnung ist und pfeift die zweite Halbzeit ab. Reus. Immer gut, wenn der Schiedsrichter gleich am Anfang ein Zeichen setzt. Er muss Freistoß pfeifen. Jetzt sind sie nur noch zu zehnt, ob das gut geht. Und jetzt könnte das ganze Ding sich hier noch mal drehen. Das war dusselig.
Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen abseits. Ball im Seitenaus, Einwurf. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Alaba. Ball im Aus, Einwurf. Kichi. Da war er wieder, der berühmte schwache Fuß. Ja, und das Resultat spricht in diesem Fall Bände, Manni. Das sollte besser funktionieren. Jetzt greift er ihn an. Ein Pass wie aus dem Bild. Der könnte passen. Das war eine ganz knappe Kiste. Da hat er abseits gepfiffen. Abstoß jetzt. We'd like to welcome the staff of Talking Toolbox to the game. Klare Sache, Einwurf. Reus. Ein Tor! Ein Tor! Ein Tor! Der spielt mit Köpfchen, der macht einen Kopfball wie gemacht. Für den Torhüter geht da gar nichts. Ja, das ist einfach super gemacht. Genau gesehen, wo die Kugel hinkommt, im richtigen Moment hochgestiegen, genau platziert, ein Traumtor. Und jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. Schönes Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Reus. Die Möglichkeit. Ja, das war wichtig, wie er dahin gegangen ist, wie er diese Situation bereinigt hat. Super Flanke. Und die Flanke landet genau bei einem Abwehrspieler. Achtung, jetzt!
Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Mein lieber Mann, das war aber knapp. Jawohl, tolle Parade des Torhüters und souverän festgehalten den Ball. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Das Stadion zischt, das Stadion kocht, Buschi. Die Fans spüren genau, dass da noch was geht. Und jetzt ist mentale Stärke gefragt und natürlich diese unfassbare Rückendeckung durch die Fans. Das könnte entscheidend sein. Wenige Minuten noch zu absolvieren und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Alaba. Das muss es sein. Da hätte er auch Schwierigkeiten kriegen können, aber er hält ihn fest. Bekici. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Na, da hat nicht viel gefehlt. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Bekici. Das ist ganz energisch, wie die Abwehr sich hier präsentiert. Sie verhindert auf diese Art und Weise das Schlimmste. Können Sie die Flanke verwerten? Jetzt wird es brenzlig. Klares Foul. Es gibt Freistoß. Strafe muss sein. Freistoß aus gefährlicher Position und noch Platz war was. Aber völlig zu Recht, das ging nur auf die Knochen. Da hat er für den Geschmack des Schiris ein bisschen zu sehr Kontakt mit dem Gegenspieler gesucht. Keine Diskussion, das war ein Foul. Ich würde gerne sagen, dass mich dieses Tor absolut überrascht, aber das kann ich nicht. Nee. Also das ist eine Torhüterleistung, die eigentlich keine ist bisher hier in diesem Spiel. Und wenn das so weitergeht, dann kann das ein guter Tag werden. Ja, und so dicht vor dem Tor muss die Kugel auch ins Netz. Wunderbar gemacht. Reus. Schluss, aus, Ende. Das Spiel ist gelaufen. Sie haben es gehofft und es ist ein guter Start geworden. Drei Punkte und vor allem, vielleicht noch wichtiger, jede Menge Optimismus für die nächsten Spiele. Haben Sie es, das Tor!